in den zweiten 45 Minuten Antonin Panenka zu bringen. Nach den Geschehnissen der ersten Hälfte scheint das für Trainer Baric und seinen Assistenten zu riskant. Und das ist das 1:0 für Dynamo Dresden. Torschütze Trautmann. Torschütze Andreas Trautmann. Und zwar in der 47. Spielminute. Hier die Wiederholung. Völlig frei und dann das 1:0 für Dynamo. Und das ist das 2:0, der Torschütze per Kopf, Ralf Minge. Ja, innerhalb von einer Minute hat sich jetzt dieses Spiel zugunsten von Dynamo Dresden vielleicht entscheidend geändert. Zuerst der nicht gegebene Elfmeter an Hans Kranke und dann dieses Kopfballtor von Minge zum 2:0. Torschütze Lippmann. Ja, und das ist jetzt das 3:0. 3:0 für Dynamo Dresden. Und die Dresdner Spieler freuen sich. 3:0 für Dynamo Dresden. Jawohl! Der Torschütze war meiner Meinung nach Kirsten, der sich hier richtig hineingeschmissen hat und dieses 3:0 erzielt.